Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute sende ich dir eine ganz besondere Podcast-Episode. Eine Episode, die dich daran erinnern darf, wer du wirklich bist und wer du sein könntest, wenn du einmal all diese Rollen, die du in deinem Alltag zu spielen hast, ablegen kannst. Ich befinde mich gerade in einem wunderschönen Wald am Rande eines riesengroßen Sees in Schweden und vielleicht hörst du schon im Hintergrund die Vögel zwitschern und vielleicht die eine oder andere Mücke hier vorbeischwirren. Und genau diese Umgebung, diese Atmosphäre der Natur hat mich dazu beflügelt, all diese Worte für diesen Motivationstalk, den ich heute mit dir teilen möchte, einmal fließen zu lassen. Denn ich habe so viele Wochen schon diese Idee von diesem Motivationstalk, habe immer wieder die Worte gesucht und nun lasse ich sie einfach so zu dir gleiten. Und ich lade dich ein, dass du dich dafür öffnest, sie zu empfangen und dich jetzt zurückzulehnen und einfach so diesen Motivationstalk auf dich wirken zu lassen. Viel Spaß dabei. Vielleicht gibt es in deinem Leben immer wieder neue Herausforderungen. Und vielleicht gibt es in deinem Alltag so einige Probleme, die du nicht überwinden kannst. Es fällt dir immer wieder viel zu leicht, einfach so zu tun, als wären all diese Probleme nicht da. Nur um bei der nächsten Gelegenheit mit deiner persönlichen Verdrängungsstrategie für einen nächsten Moment all dies zu begraben, wie es dir wirklich geht, zu verdrängen, was dich tief in deinem Herzen bewegt, nur um die Anstrengungen des Alltags irgendwie zu überstehen und um zu verhindern, dass das Außen und auch du selbst eine Schwäche sehen könnte. Könnte es sein, dass dein eigener Alltag so oft so furchtbar viel von dir abverlangt? Könnte es sein, dass dein Alltag so oft so furchtbar viel von dir abverlangt, dass dir schlicht und einfach die Kraft fehlt, deine Schwächen, Zweifel und Ängste in ihrer vollen Größe zu sehen. Du bist damit nicht allein. Vielleicht bist du in diesem Moment eine Person von so vielen und vielleicht spürst du gerade, dass noch jemand anderes diese Worte hört und tief in sich wiedererkennt. Solltest du diese Möglichkeit gerade nicht spüren, lade ich dich ein, dich für die Kraft der Verbindung zu öffnen. Verbinde dich mit mir und verbinde dich mit der Möglichkeit, dass ich dich tief in deinem Herzen sehen und spüren kann. Ich sehe dich und ich halte meine Arme für dich weit geöffnet. Greife nach meiner Hand und verbinde dich mit mir und meiner Energie. Verbinde dich mit der Energie der Verbindung und lasse dich von ihr umarmen. Lasse die Gewissheit landen, dass wir zusammen so viel stärker sind. Öffne dich für diese Möglichkeit und öffne dich dafür, dass du so viel mehr bist als deine Schwächen, Zweifel und Ängste. Du bist so viel mehr, als du glaubst und noch viel mehr, als du in deinem Leben gelernt hast. Du bist so unendlich mehr und deshalb ist es so sehr okay, dass du nicht immer perfekt sein kannst. Vielleicht haben wir alle viel zu oft gelernt, wer wir zu sein haben. Vielleicht haben wir so oft die Erfahrung gemacht, was liebenswert ist und was nicht. Wir haben all das gelernt, dass wir darüber hinaus vergessen haben, wer wir sein können. Und wer wir wirklich in der Tiefe sind. Versuche für diesen Moment einmal zu vergessen, was du über dich selbst gelernt hast. Lösche für einen Moment all die Prägungen und Programmierungen. Spüre, wer du wirklich bist und sehe all deine Potenziale, die vielleicht viel zu lang unter der Oberfläche sich verborgen haben. Erinnere dich daran,
wer du wirklich bist und erinnere dich daran, was möglich ist, wenn du nur du bist. Wenn all die Masken und Rollen des Alltags fallen und du all deine Verletzungen und Fehler offenlegst. Wenn du es akzeptierst, verletzlich und schwach zu sein. Zeige dich, denn du bist so wunderschön. Mit all deinen Schwächen, Zweifeln, Fehlern und Kanten. Lasse es zu, dass du all das für diesen Moment spüren kannst. Riskiere es, für diesen Moment einmal nicht so zu sein, wie du es gelernt hast, sondern so, wie du tief in deinem Herzen bist. Vielleicht steckt in dir so viel mehr Fantasie und Abenteuer, so viel Mut und Kraft und so viel mehr, als du bisher geglaubt hast. Vielleicht gelingt es dir in diesem Moment, deinen wahren Kern und deine Identität zu sehen. Zu sehen, wer du sein kannst, wenn du aufhörst zu funktionieren und zu müssen. Genau in diesem Moment öffnet sich für dich vielleicht dieser Raum, in dem du spürst, was du brauchst. Welche Bedürfnisse zeigen sich und was benötigst du, um in deiner vollen Kraft zu sein? Wir alle brauchen dich in deiner vollen Kraft. Wir alle brauchen deine Kraftenergie. Du bist wichtig und du bist unendlich richtig, so wie du bist. Du bist so wertvoll in diesem Leben. Du hast nur dieses eine Leben in diesem Moment. Vielleicht darfst du es riskieren, all die wundervollen Facetten dieses Lebens zu spüren und auszuleben. Beende die Endlosschleifen aus Verpflichtungen, Stress und Selbstverurteilungen. Beende all deine Verdrängungsstrategien, um dich noch mehr zu spüren, als jemals zuvor. Riskiere es, dich jeden Tag noch mehr zu sehen. Riskiere es, jeden Tag noch mehr du selbst zu sein. Sei es dir selbst wert, du zu sein und absolut nichts mehr zurückzuhalten. Lass alles frei, zeige dich so, wie du bist. Sei es dir wert, für dich selbst zu sorgen und in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Sei es dir selbst wert, jede einzelne Möglichkeit und all deine Potenziale auszuleben. Nutze deinen Körper, nutze dein Leben und riskiere es, alles, was dein Leben zeigt, als ein Geschenk des Wachstums zu sehen. Du bist so richtig und wir brauchen dich in deiner vollen Kraft. Ich sehe dich und umarme dich, um dich daran zu erinnern, wie wundervoll und einzigartig du bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Erinnere dich daran, dass du das auch noch weißt, ganz tief in dir drin. Ich danke dir für dich und für dein Leben. Von Herzen. Ich hoffe, dass dieser Motivationstalk für dich einen Unterschied macht und dass du noch mehr spürst, wie wichtig du in diesem Leben bist. Erlaube es dir, wichtig zu sein für dich, für so viele Menschen wie möglich und für dieses Leben, in dem du so viel wert bist. Lasse mir so gerne deine Gedanken zu diesem Motivationstalk da. Und erzähle mir, was dieser Talk für dich bewirkt hat. Schreibe mir so gerne deine Erfahrungen und Gedanken unter dem heutigen Post auf Instagram oder lasse mir direkt in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung mit deinen Gedanken für mich da. Sollte deine App diese Funktion nicht zur Verfügung stellen, schaue gerne bei Google vorbei unter Bewegungskind und lass mir hier deine liebevolle Rezension und Liebe da. Ich danke dir von Herzen. Denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.